Es wird Zeit für ein Du-Du-Du-Duell. Servus, du Weißwürstel da draußen vor dem PC, Handy, Laptop und TV. Wir spielen dritte Folge von Yu-Gi-Oh! Reshef, der Zerstörer. Schön, dass du wieder dabei bist. Rose Fungus ist immer noch dabei. Guten Tag. Gell? Ja. Letztes Mal haben wir einige Duellanten schon besiegt. Wir hatten unseren Spaß. Wir machen weiter. Wir werden weiter Duellant sein. Das ist auch Sinn dieses Spiels, ja. Die Gegner werden immer noch schlimmer, wuschiger, härter. Vor allem dieser hier. Ja, mit der Eokese da. Der sieht ganz hart aus. Der sieht ganz aus. Ich muss die X-Taste drücken, damit er mit mir duellieren will, ja. Na klar! Du hast die X-Taste gedrückt! Dann ein Duell und Duell! Zeit für ein Duell! Welche Rolle spielt da schon der Ort? Ich will meine andere Antikarte. Vielleicht bringt uns das nicht Glück. Diese Karte ist eine niedrige Antikarte. Okay. Okay. Und? Vielleicht kriegst du dann schlechtere Karten auch zurück. Schauen wir mal. Kann ich die hier wählen? Ja, die kann ich wählen. Oh, Rose, du bist dran. Oh, ich fange wieder an. Du Sauhund, du. Mystische Lampe wurde aktiviert. Sie nimmt den Gegner sofort die Let's Plays, aber ich habe keine Let's Plays draußen. Die wurden schon alle genommen, verdammt, nein. Ich habe tatsächlich Lebenspunkte verloren, es funktioniert tatsächlich. Auch ohne, dass ich ein Monster draußen hatte. Naja, aber ist halt ein Effekt und kein Angriff. Na, das tut schon weh. Das ist gemein, aber der ist schon ein gefürchtet. Bisschen, das ist schon ein bisschen gemeiner. Die Karte ist auch sehr lustig. Der hier schaut cool aus. Verhexter Phantomdieb. Ja. Ein sanft und liebenswürdiger Dieb, der sich in ein schwarzes Cape hüllt und Feinde mit seinem Stab verzaubert. Ich dachte erst aufspießt mit seinem Stab, aber schade. Verzaubert ist natürlich auch okay. Natürlich. Oh, ich werde ihn erstmal natürlich in den Verteidigungsmodus setzen. Ja, das war fast ein Fehler. Obwohl, nee. Die mystische Lampe, ist die Dunkelheit oder Traum? Ist wurscht. Also ich bin Traum. Du bist Traum, ja. Na, ich hatte Glück. Ja, wenn es ein Dämon wäre, hättest du ja. Ja. Ohne die Falle alt ausgesehen. Ja, das stimmt. So, jetzt habe ich auch ein Dämon. Ich glaube, diese Karte kennen wir noch nicht. Der schaut aber auch cool aus. Die hat auch ganz gern der Tristan. Glaube ich mehr genau. In der Serie, ne? Ein Kampf. Ja, der hat ja auch als. Wie hatte der den bei Kapselmonster bei der TV-Serie dazu? Oder hat er den als Deckmaster genommen irgendwie? Ja, glaube ich, ja, oder? Schreibt es unter dem Video einen Kommentar. Bei diesem Kampf gegen diesen Riesenroboter hat er den genommen. Ja. Ich glaube schon. Sieht auch sehr ähnlich, ne? So, wende mal einen Zug, mein Freund. Ist übrigens wieder ein Schattenduell, ja? Oh. Wieso bekomme ich das immer erst im Duell gesagt, anstatt vorher? Ja, sonst würdest du ja nicht gegen mich kämpfen. Ach, ich kitzle ihn jetzt ein bisschen. Ich habe hier ein Wasser. Dann werde ich mein Feuer jetzt mal nicht nehmen. Und Licht. Du hast 300. Und ich habe auch hier 300. Das bringt mir jetzt nichts. Dann werde ich einfach es so machen. Ich setze trotzdem mein Feuer hier rein. Greif dich an. Mach dich weg. Was auch immer du warst. Tja, und diese komische Hand macht dich fertig, auch wie der Hexer. Warum musst du überhaupt 8k Lebenspunkte haben? Das dauert mir zu lang. Rose. Ja, mit 4000 wäre es ein bisschen besser, aber später. Der Dämon hat meinen Traum zerstört. Ruhiger Mann. Ja, dann mache ich eine Tributbeschwörung und hol wieder meinen Pfau raus, meinen wunderschönen Pfau. Ja, da habe ich auch. Die Karte ist eine Effektkarte. Ein raffinierter Geist, der Gegner von diversen Stelen verfolgt und die Karten in der Hand des Gegners verraten kann auch. Ah ja, die Karte haben wir übrigens auch schon mal bekommen. Vorhin. Stimmst du mir zu? Nein, ja, vielleicht. Ja, ich würde eher sagen vielleicht. Ach, ich beende meinen Zug, dann bin ich schon still. Ich bin dran. Monsterauge wurde aktiviert. Sie verrät die Karten in der Hand. Deine wunderschönen Hände schauen. Schon wieder. Chronicles on the Riot.
Na, schau halt in meine Karten und guck mal sie an, hä? Schau sie doch an. Aber jetzt kann ich übrigens meinen Effekt meiner Karten nicht mehr nutzen. Das ist gemein. Du bist ein Dämon. So. Okay, wusste ich gar nicht. Kann ich nicht mehr aktivieren. Okay. Das ist der Nachteil, denn. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich glaube, ich werde dieses Duell gewinnen. Nein, es ist alles noch drin. Herz der Karten, ich kann immer noch diese eine entscheidende Karte ziehen. Und mein Monster. Ja, siehst du, ich habe gewonnen. Okay, so. Schauen wir mal. Ja, komm. Mach dich weg, kleine Elfe, du. Nein, ich bin eine schöne Elfe. Bam. So, was bekommen wir denn? Meine beste Karte. Den Zonenfresser. Ja. Wow. Also, das ist meine beste Karte. Viel Spaß damit. Toll. Verloren. Schenke ich meine Oma. Also, es ist immer wieder zurücklaufen, in mein Zimmer gehen, Pokémon Go spielen, ne? Im Zimmer. Macht auf jeden Fall Sinn. Mein Zimmer ist groß. Und jetzt der Kampf gegen Marek ist da. Ich habe noch immer meinen Duellantenstolz. Ich will mich nicht wiederholen, aber ich bin Marek. Okay. Und kein fairer Gegner. Hii. So schön. Ich wähle hier wieder meinen Funken und werde 50 Lebenspunkte deiner Lebenskapazität nehmen. Nein. Ja. Die Funken taten jetzt schon relativ doll weh. Ja. Und ich, ich hätte ein bisschen warten können. Darum werde ich diese Karte nehmen und sie mal offen lassen. Yeah! Ha! Greif mich mal an, Rose! Das Bild ist gerade wieder hängen geblieben. Deswegen sehe ich jetzt, sie fügt dem Feind 50. Ja, schön. Toll. Erzähl mir einfach, was passiert. Ich erzähl dir, was passiert. Das ist wunderbar im Let's Play. Also, du hast jetzt gerade nur eine verdeckte Karte draußen. Ja? Und ich habe meinen Flammentänzer draußen mit einer wunderbaren Fallenkarte. Und ich kann eine Debutbeschwörung machen. Mit meinem Leon, den ich wieder raushol. Du hast den Löwen gezogen? Ich habe den Löwen gezogen. Was ist eigentlich deine Lieblingskarte? Churaigumor mag ich recht gern, muss ich sagen. Welche Karte? Shiraigumo. Kenn ich gar nicht. Ne? Die ist gut. Ah, die... Shiraigumo, ja. Ja, ich spreche sie nur anders aus. Das war so eine Karte, irgendwie 50% kann sie angreifen und bei 50% wird sie zerstört, oder? Nee, die hat 2200 Angriffspunkte und nur 100 Verteidigungspunkte. Kannst aber sofort beschwören. Darum ist die Karte so gut. Echt, die hat auch so einen negativen Nebeneffekt. Nein, überhaupt nichts. Nö, die ist fesch. Okay. Ich mach dich gerade fertig, Rose. Schade, dass du nichts mehr sehen kannst. Es tut mir so leid. Mein Löwe zerreißt dich gerade. Ich komme jetzt auch viel schneller vorwärts, jetzt wo du nicht mehr dabei bist. Ja, ich tut mir halt leid, aber was soll ich tun? Das Einzige, was du machen kannst, ist eigentlich gar nichts gerade im Moment, weil du ziehst ein Monster und verdeckst es sofort. Auch keine Fallenkarte, keine Zauberkarte, nichts tust du gerade. Bin voll im Angriff. Ich habe mir mal den Effekt gegoogelt, also bei Shiraigumo. Wenn du angreifst mit der Karte, musst du eine Münze werfen. Und wenn du es falsch Ja, aber redest, in dem Spiel kein Nebeneffekt. Ach, in dem Spiel meintest du, okay, ich dachte, du meinst generell. Ja, generell kann er von mir aus. Bei dem Spiel, das ist ja generell nicht so originalgetreu. Ja. Merke ich schon. Was die Effekte angeht, haben wir nicht mal die Götterkarten, die einen Originaleffekt. Oh, jetzt habe ich ein wunderschönes Monster gezogen. Ein Oguchi. Ein Monster-Ochsenfrosch mit grotesk gedehntem Maul. Die Berührung seiner Stacheln wirken betäubend. Ich liebe die Texte hier. Mann, Rose, warum kannst du nichts sehen, Mann? Kannst du nicht neu laden? Wieso? Ich weiß nicht. Deine Ahnung. Ich könnte höchstens nur kurz aufhören und dann mal auf Pause drücken. Halt zwischen der Folge, keine Ahnung. Ich könnte mal ganz kurz auf Pause gehen. Natürlich. Dankeschön für eure Geduld. Rose sieht wieder was. Yay. ich bin nicht mehr blind.
ich weiß nicht, ich muss mich, glaube ich, noch heilen, gell? Muss ich mich heilen? Raus, muss ich mich heilen? Ich habe ja nichts gesehen, ich weiß nicht, ob du was verloren hast. Nee. Aber jetzt können wir mal sehen, der Kapazität hat sich ein bisschen erhöht, die Duellantenstufe hat sich auch erhöht. Schon 77. Mhm. Und Geld habe ich jetzt auch erhalten. Ich bin ein sparsamer Fuchs, ne? Ich habe übrigens in meinem Hauptspiel über 1 Million. Wie viel hast du da gespielt? Und ich verrate es nicht. Mein ganzes Leben. Hast du einfach immer wieder gegen den ja. so gegen Typen gekämpft? Immer oder? Wieder, immer und immer wieder. Hm. Ja. Du bist an der Reihe, Rose. Anscheinend ist es jetzt wieder hängen geblieben. Also ich bin jetzt noch bei deinem Bericht. Gerade geupdatet. Okay, siehst du wieder was? Ja, jetzt bist du aber an der Reihe. Ja, ich bin an der Reihe. Jetzt setz ich mal diese Karte ein. Naja. Jetzt setz ich mal eine Effektkarte ein. Ach, Mann. Mystische Lampe wurde aktiviert. Sie nimmt dem Gegner sofort die Lebenspunkte und die Let's Plays auch noch. Wieder Angriffskraft gegen den Gegner entsprechend. Jetzt hast du mir meine LPs genommen. Oh Gott, ich muss mal... Ja, jetzt musst du YouTube-Kanal. Nein, nein. Nein, tja, siehst du? Ich muss ihn retten. Oh ja, ist schon alles. Ich muss nur abspeichern. Schau mal, was du... Oh. Er hat mich tatsächlich angegriffen, auch noch direkt raus. Warum tust du mir weh? Ich wusste, dass du mich nicht magst. Gib's doch zu. Ich hasse dich. Ich hasse einfach alles, was du sagst, was du sprichst. Ich hasse es. Schätz deine Nase. Ich hasse dich. Und ich hasse, wie du trägst. Ich leg jetzt auf. Nein. Der böse Spiegel, die Karte mag ich auch ganz gern. Ein unheilbringender Spiegel, der jeden hypnotisiert, der ihn blickt und so blickt und blickt. Was bist du? Du bist Traum? Oh oh, nicht so schön, ne? Ja, auf jeden Fall nicht gegen Dämons. Aber Dunkelheit geht, oder, Rose? Ja, das geht. Wunderbar, ich muss den fragen. Als Supervisor. Jetzt habe ich gerade Darmschuh weggemacht. Yay! Darmschuh. Mit Zehen, ne? Wenn man da seinen Fuß. Oder wenn man da seine Füße reintut. Endlich! Ich habe hier Wink der Finsternis, Rose! Er nimmt einen deiner Monster weg. Das war mein Lieblingsmonster. Ja. Es nimmt natürlich immer das stärkste Monster. Aus ägyptischen Garten. Das wäre auch lustig, ne? Wenn er versucht, das live wird, nimmt es doch so wegzukrapschen, ne? Das ist dem Scheiß. Kommt einfach so eine Hand und das Ding mit in den Untergrund. Das ist dem scheißegal. Oh, du gehst in den Verteidigung. Was ist denn los, Rosie? Hm? Ja, das ist alles Teil meiner Strategie. Ich bin eher so defensiv. Ja, du bist defensiv. Wach auf, Junge. Werde erwachsen. Realisiere deinen Untergang. Übrigens, wieder reicht der Schatten, ne? Schattenduell. Ach so, ja. Stimmt. Das ist nett, dankeschön. Oh, die arme Ratte. Leichenfledderer. Mal ins Reich der Schatten gehen, mal Urlaub machen. Wahrscheinlich sind so viele Leute da oben, da ist Party, weißt du? Ja. Marek ist nie mehr alleine. Lies mal diese Karte vor, bitte, Rose. Ich sehe wieder nichts, das ist das Problem. Und das sagst du es mir jetzt? Ja, weil ich nicht immer wieder den Fluss unterbrechen will. Eine rachsüchtige Maus, die als Zombie von den Toten auferstand. Sie soll Rache an der Katze üben, die sie tötete. Ich liebe diesen Text. Ja, ist echt ein cooler Text für so eine Maus, oder? Ja, ist eine ganz süße Maus. Ganz was Kleines, was so Knuffiges. Ja, das kenne ich nur zu gut. Julian. Oh Mann. Selbst hier. Gott sei Dank ist Rose Fungus nur einmal dabei. Nein, ich lade dich bestimmt nochmal ein. Ich versuch's nochmal. Wollen wir Rose nochmal haben? Ja, wollen wir! Schreibt's einfach in die Kommentare. Ja. Luffy wird noch ein bisschen brauchen, so 2 Monate. Bis er zu dem Let's Play ankommt. Bei mir ist es jetzt richtig aktuell, weil er fast alles übersprungen hat irgendwie. Ja. Gab ja auch Anlass, ne? Dass mal was überspringt. Ich weiß auch warum. Er hat deine DBZ-Parts übersprungen. Wetten? Ja, auf jeden Fall. Legendären Superkämpfer und so. Ja, wie man das nur überspringen kann. Ich habe gewonnen. Du hast gewonnen? Ich habe cool. Den Milo-Strahler bekommen. Und ich bin im Reich der Schatten. Ja, schon wieder. Ich hier. Schön. Macht Spaß. Ja.
Warte mal, gleich bist du wieder da. Bei der Pause. Gut, jetzt machen wir diesen Brillenfuzzi hier. Komm, ja, komm. Sprich ihn an. Sein. Sprich ihn an, komm. Selbst wenn ich die Herausforderung zum Duell annehme. Okay. Ja. Vergiss es einfach. Jetzt komm. Ach, Mann. Ich glaube, das wird nicht zu der Übertragung. Es liegt an der unglaublichsten Übertragung ever. Ja, was ja, ich einfach mache. Die Folge zu Ende und dann. Ja. Ich gehe noch ein bisschen in den Verteidigungsmodus und warte, was du tust. Ich berichte das einfach mal. Du legst zwei Karten verdeckt. Hast einen Käfer, also ein Käfermonster beschworen, hast mich versucht anzugreifen. Es ging jetzt in die Hose, weil du vorbeigesprungen bist. An der Hose vorbeigesprungen. Genau. Und jetzt nehme ich einen Feuer-Type und mache deinen Pflanzenteil weg. Feuer-Type? Wir sind ja nicht bei Pokémon. Ach, alles hat doch irgendwie eine Ähnlichkeit. Und habe dich jetzt direkt angegriffen. Schattenduell übrigens wieder. Och Mann. Warum du, du aktivierst gleich einen Flatterer. Das haben jede, das ist ja in, das ist Mode. Werde Kaminarikosu, also Pikachu, opfern für meinen V. V werde ich im Verteidigungsmodus setzen, weil die KI ist ja so unglaublich intelligent. Mein Feuerball hat erst einmal deinen zweiten Käfer umgebracht. Jetzt legst du ein Monsterkart an, greifst mich natürlich wieder mit dem Käfer, du hast drei Käfer schon geopfert, greifst natürlich mein V an. Mein V ist sehr, sehr unbeeindruckt von deiner Leistung. Ich setze meinen Aal ein. Feuer kämpft wieder gegen dein Aal, dein Käfer. Ich greife mit meinem Blitzmeer ein und schon komme ich so in diese Erklärerphase. Furchtbar. V ist dir ins Gesicht gesprungen, hat dir das alles zerkratzt. Oh nein, du hast meinen Feuerball zerstört, weil du ein Wassermonster gerufen hast. Wie konntest du nur? Dafür setze ich auch mein Insektenmonster ein. Ein geflügeltes Bein. Du kannst das echt gut kommentieren, du solltest das professionell am besten machen. Ein bedrohliches Insekt mit einem Vor der Bein in Sichelform. Sichler! Als Maul. Also, Aal ist ein Donner. Exemplar und greift eben dein Wassermulch an. Ich weiß, du fragst gar nicht, was ein Wassermulch ist, aber okay, ist alles gut. Ich glaube, ich kenne die Karte sogar. V. Also ich kenne relativ viele von diesen Standardkarten. V ist dir zum zweiten Mal ins Gesicht gesprungen, hat dir schon die Haut zerfetzt. Währenddessen dein kleines Schlüsselmonster. Das heißt. Schlüsselkind, Schlüsselkeule, hat gerade wieder ein Monster von mir vernichtet, aber nur wegen der Elementsklassenvorteilhaftigkeit. Hol ich mal die Hand raus, mache kaputt dein Schlüsselkind, so schaut's aus, und dein V reißt jetzt dein komplettes Gesicht weg. So. Somit habe ich wieder den Verwandlungsschleim gekriegt, ne, dieses wunderschöne Gesicht. So, das war Part 3. Muss ich das nicht sehen. Part 3. Es gibt noch zwei Parts. Ach du Scheiße. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen. Schön, dass ihr eben dabei seid. Bye, huhu. Es gibt noch einige Trainer-Duelle. Juhu.